Die DOG, die Deutsche Olympische Gesellschaft, veranstaltet mindestens zweimal jährlich Diskussionsrunden zu aktuellen Themen des Sports. Diesmal am 15. November geht es um das Thema: Wie können wir besser werden? Der Beitrag des Sports für den Zusammenhalt in Berlin. Es ist enorm wichtig, die Werte des Sportes weiter zu prägen, den Sport breiter zu machen. Der Sport muss viel größeren Raum einnehmen. Wir kriegen schon in Berlin eine ganze Menge tolle Großveranstaltungen, vor allem im Sport, auf die Spur. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, uns mehr über die Ressorts miteinander zu vernetzen und gemeinsam den Mehrwert der Großveranstaltung zu erkennen, dann haben wir den nächsten Meilenstein gesetzt. Ich denke auch, dass die Voraussetzung und die Mitnahme der Bevölkerung das Wichtigste ist. Zu Gast waren unter anderem Staatssekretär Alexander Jembritzki, Fünfkämpferin Annika Schleu und der Sprecher der Berliner Profivereine sowie Geschäftsführer der BR-Volleys KW Nieromand. Jeder war herzlich eingeladen und durfte seine Wünsche preisgeben. Was wichtig ist, ist, dass wir frühestmöglich den Menschen, wenn sie etwas tun, Erfolgserlebnisse vermitteln. Und da ist der Sport natürlich ein ganz besonders toller Motor. Ganz oft so ist, dass gar nicht ausgebildete Sportlehrer teilweise halt auch den Sportunterricht machen müssen. Sport soll Werte vermitteln und Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenführen. Das soll in Zukunft noch besser funktionieren. Sport fängt in der Schule an und muss von qualifizierten Lehrern ausgeübt werden. Auch müssen die Kinder mehr gefördert werden. Der Fußball ist bekanntlich die Nummer 1 Sportart in Deutschland. Daher ist es auch ganz wichtig, dass Randsportarten durch mehr Medienberichte weiter in den Vordergrund gestellt werden. Ebenso müssen die Flächen zur Verfügung gestellt werden. Das sind zum Beispiel Medienauftritte in leichter Sprache. Wer denkt daran? Und es sind so viele Sachen und auch viele Sportveranstaltungen müssen einfach auch von der Bevölkerung getragen werden. Und das ist das Problem, denke ich. Wir erreichen sie nicht. Wenn wir das zusammen anpacken, dann sind wir besser geworden. Klare Worte, das und vieles mehr heißt es jetzt gemeinsam für die Gesellschaft in die Hand nehmen. Denn Sport ist wichtig und trägt zu einem lebendigen gesellschaftlichen Zusammenleben bei.